Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum ersten Video meiner College of Wizardry Nibelungenreihe. It's magic. Gut, ich wollte das ganze Jahr starten mit der Kategorie die Welt bzw. die Magie bzw. die Welt, in der das Ganze spielt und in der wir uns als Spielende befinden. Im Prinzip kann man sich das Ganze so vorstellen, dass das LARP in unserer heutigen Welt und in unserer heutigen Zeit spielt. Allerdings gibt es zu unserer nicht magischen Welt parallel noch eine magische Welt, die aber möglichst natürlich von uns nicht magischen bzw. den nicht magischen verborgen gehalten wird, so wie das halt bei Harry Potter auch der Fall sein sollte. In dieser Welt der Magie gibt es alles. Es gibt eigene Politik, es gibt eigene Mythen und Legenden, es gibt eigene Geschichten, es gibt eigene Regeln besonders. Und diese Regeln versuche ich euch natürlich hier auch näher zu bringen, denn die sollte man während dem Lab natürlich auch beherzigen und befolgen vor allem. Ja, die drei einfachsten Regeln, an die sich auch jeder Magische zu halten hat, egal von welcher Gesinnung, sind folgende. Sie nennen sich die drei Traditionen. Die erste ist die Tradition des Wortes. Sprich niemals zu Gewöhnlichen über Magie. Gewöhnliche sind im Prinzip die nicht magischen Menschen, die Muggel, wenn man es genau nimmt. Oder No-Matchs. Gut. Die zweite ist die Tradition des Handelns. Praktiziere keine Magie vor Gewöhnlichen. Entspricht sich, also erklärt sich eigentlich von selbst. Und die dritte Tradition ist die Tradition der Furcht. Brichst du diese Regeln, wirst du ausgestoßen. Und da ist es vollkommen egal, wer das ist. Jeder hat sich an diese Regeln zu halten. An diese drei speziellen Traditionen. Gut, kommen wir zu dem Ort, an dem das Ganze spielt. Es nennt sich Nimbus. Kurz vor Nibelungeninstitut für magische Bildung und Studien. Und an diesem Nimbus findet das ganze Lab statt. Das Nimbus ist quasi ein Institut, auf das gehe ich jetzt aber nochmal näher ein. Gehe ich nochmal kurz zurück zu der Welt. Man nennt es Hexblut, das, was die Magischen zu Magischen macht. Jeder hat im Prinzip ein bisschen davon, aber einige halt einfach mehr. Das Hexblut bzw. gerade diese magischen Eigenschaften entwickeln sich meistens im Alter der Jugend oder im Übergang zur Jugend. Magische Kinder und Jugendliche erhalten sowas wie eine Grundausbildung, sowas wie eine, man geht auf sowas wie eine magische Grundschule sozusagen, um da seine magische Grundausbildung zu erhalten. Und wenn man danach aber noch nach mehr Bildung und mehr Wissen strebt, kann man auf eines der Colleges of Wizardry gehen. Ja, es gibt mehrere davon. Und das ist quasi das Ganze, wo unsere Geschichte spielt. Wir befinden uns auf einem der Colleges of Wizardry. Wir haben demnach die magische Grundausbildung abgeschlossen und wollen jetzt, hallo Facebook, Dankeschön, und wollen jetzt quasi unsere Bildung noch ein wenig erweitern, wollen das Ganze noch ein bisschen vertiefen, sozusagen. Das ist quasi das, worauf unser Lab aufbaut. In dieser Welt gibt es Orte, die magischer sind als andere Orte. Diese Orte nennt man Konflux. Und in diesen Konfluxen gibt es meistens auch eine Schule. Also diese Orte kann man sich ungefähr so vorstellen wie zum Beispiel in Schottland diese Umgebung von Hogwarts. Nur, dass in diesen Konfluxen halt nicht nur eine Schule ist, sondern das ist eher so eine Art Wohnort für Magische. Ich glaube, besser kann ich das nicht so wirklich erklären. Es ist halt ein Ort, in dem sich viel Magie tummelt. Da sind dann Städte, da leben magische oder halt auch magische Kreaturen zum Beispiel auch, finden da auch dann einen sicheren Wohnort. Und in vielen dieser Konfluxen, nicht in allen, aber in vielen, gibt es halt dann auch eine Schule, beziehungsweise eines der Colleges. Viele dieser Colleges sind auch sehr, sehr bekannt in der magischen Welt und haben auch eine eigene Hintergrundgeschichte, über die man sich natürlich auch noch informieren kann. Aber das würde allerdings den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen werde ich jetzt nicht näher auf die einzelnen Colleges eingehen, sondern lediglich auf die, die für uns eventuell interessant sein könnten. Das aber auch eher im späteren Verlauf. Eines der bekanntesten Colleges neben unserem Nimbus sollte allerdings das Chogha College of Wizardry sein, das seine Wurzeln als Privatschule der legendären Hexe Libusa im 8. Jahrhundert hatte. Libusa ist übrigens auch eines der Häuser,
im Chora College of Wizardry. Das ist allerdings der englische Ableger von unserem. Also unser Nimbus ist quasi der deutsche Ableger von dem eigentlichen College of Wizardry, das sich immer Chora nannte. Libussa, wie gesagt, eines der Häuser am Chora, genauso wie Faust und Molin. Aber zu den Häusern komme ich ja später nochmal, deswegen nur, dass ihr das als Reminder im Hinterkopf habt, dass Faust und Molin tatsächlich auch Häuser im Chora sind. Aber warum das so ist, werdet ihr noch erfahren. Das war es im Prinzip erstmal zu den Grundlagen, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wir befinden uns in einem der Konfluxe, beziehungsweise an einem dieser magischen Orte und am Nimbus, an dieser bestimmten Schule, an der wir jetzt versuchen, unsere Kenntnisse nochmal etwas näher zu vertiefen und an der wir quasi Magie studieren. Genau, es gibt noch andere Konfluxe, es gibt auch noch andere Colleges, aber die sind im Prinzip nur für diejenigen wichtig, die sich auch wirklich damit befassen möchten. Wenn ihr jetzt wirklich einen Schüler spielen möchtet, der unfassbar umfangreiches Wissen hat und sich über alles in dieser Welt auskennt, könnt ihr euch da gerne informieren. Ich werde wahrscheinlich einen eher zurückhaltenden und nicht ganz so wissbegierigen Schüler spielen, der das Ganze nicht weiß. Vielleicht werde ich ja auch eine Halbgeborene sein, sprich, dass ich vielleicht einfach kein reiner Hexblutmagier bin, sondern einfach von Gewöhnlichen geboren wurde. Das geht ja auch. Ja, so viel erstmal zu der Welt und zu dem, wo das Ganze stattfindet. Im nächsten Video werde ich ein bisschen näher, worauf eigentlich eingehen. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Im nächsten Video werde ich dann ein bisschen genauer auf das Nimbus selbst eingehen und euch erklären, was das genau für eine Schule ist, was wichtig zu wissen ist und wie sich diese Schule zusammensetzt. Das ist nämlich sehr wichtig zu wissen. Sonst werdet ihr da ziemliche Probleme bekommen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und es hat euch einigermaßen weitergeholfen. Es waren jetzt nicht sehr viele Infos, muss ich zugeben, aber ich denke, ich habe euch das so halbwegs richtig rübergebracht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.